Es ist soweit. Ich zeige mal kurz die Kontakte. Sie sind rein, sie sind gereinigt mit einem Q-Tip. Es ist der dramatische Effekt. Es ist Secret of Mana. Endlich ist es soweit. Viele Leute haben lange darauf gewartet, also zumindest einer. Ja, wollen wir auch nicht lange mit heißem Brei rumreden. Modellnummer SNSP-006. Wichtig, das Gerät nicht mehrmals schnell ein- und ausschalten. Niemals. Funktioniert trotzdem. Sehr gut. Selbst nach all den Das Jahren noch. war noch Qualität damals. So. Nintendo. Ach so, ich brauche noch keinen Controller. Nee, ich Nee. bin heute Spieler 2. Denn ich bin sehr schlecht in dem Spiel. Oh, jetzt habe ich das aus dem Wenn ich mich weggedrückt. erinnere. Ja, die Geschichte ist. Wir suchen das Mana-Schwert, um die Bösen zu verprügeln. Ich glaube, das ist kurz gefasst. Das Böse wurde doch irgendwie vernichtet. Und dann die Genau. Mana-Festung war dann da. Und der Mana-Drache. Sollen wir nochmal neu Ist starten? das nicht. Das war doch die Story, oder? Moment da. Okay, wir gucken uns nochmal die Story an. Ich tue die Finger weg von der Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Starttaste. Play. Das Bacon spielt Secret of Mana. Zum allerersten Mal das Spiel angemacht gerade. Von 1993. Square. Ich wusste gar nicht, dass Secret of Mana von Square ist. Ja, ist aber so. Geil. Jetzt schon gut das Spiel. Wir haben es ja tatsächlich geschafft, die Secret of Mana bzw. Saikne-Netsu-Reihe und Final Fantasy zu machen, womit die. Und Dragon Quest. Nee, Dragon Quest ist eh nix. Und wann sind die fusioniert? Später, also da Also. ja noch nicht und Sonst würde es ja stehen. sonst würde. Dunkelheit breitet sich über dem Land aus, während die Mana-Kraft versiegt. Die Menschheit wartet auf den Helden aus der Legende. Ich freue mich schon auf die Leute, die synchronisieren. Der die heilige Waffe mit sich führt. Das Mana-Schwert. Hat's ja doch recht. Hätten wir uns Ende. das sparen können. Intro, Ende. Sehr gut. Das schöne Ich Bild glaube, das übrigens. Intro kommt auch, nachdem wir ein neues Spiel gedrückt haben. Das heißt, ich drücke da mal Start, wenn es Mach mal, recht mach mal, ist. mach mal, mach mal. Oh, So. guck mal, Pelikane oder sowas ähnliches. Flamingos, ich hasse Flamingos. Die Flamingos, pissen sich genau. gegenseitig auf die Beine. Deshalb heben die das ja auch immer hoch, halt einer, damit man. Ne? Und stehen immer im So, neues Wasser. Spiel, oder? Machen wir. Neues Spiel drücke ich. Jetzt. Ah. Ja. Klaus, oder was? Ich kann mich auch Klaus nennen. Oder Bacon. Bacon passt, ne? Bacon. Komm, Bacon. Ist auch thematisch. Wichtig aber als Anmerkung, du hättest dich auch Klaus nennen Ich können. hätte mich auch Klaus nennen können. Das Spiel lässt Lange halt viel Zeit wurde Freiheit. Mana von den Menschen ausschließlich friedlich genutzt. Dann jedoch bauten einige von ihnen die Mana-Festung, um Mana zu kontrollieren. Typische Geschichte. Wichtig ist, dass Mana in Mana fest und klein geschrieben wird. Das erzürnte die Götter und sie schickten einen Drachen, um die Festung zu zerstören. Komische Festung, wer baut denn sowas? Dr. Wily hat die gebaut. Ein grausamer Krieg folgte. Mana drohte für immer zu verschwinden. Punkt, Punkt, Punkt. Oder Pixel, Pixel, Pixel. Es ist schließlich der Super Nintendo. In letzter Minute erschien ein Held, der mit dem Mana-Schwert den Krieg beendete. Und wie das aussah, das bleibt der Fantasie überlassen. Das Ausmaß der Zerstörung war gewaltig, aber endlich herrschte wieder Frieden. Das alles ist schon lange her. Vielleicht viel zu lange. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Vielleicht schon mal. Vielleicht. Hier der schöne 3D-Effekt. Ich weiß nicht genau, wo du da die dritte Dimension siehst, Ja, aber aber. wir fliegen ja und der Himmel ist so und dann hat man Ja, ja schon okay. rechts, links und hinten. Ja, stimmt, das ist tatsächlich Bist du eigentlich. Bacon, Ich oder? bin Bacon. Hey, Jungs, wartet auf mich. Hey. Sei still, wenn der Dorfälteste uns hier entdeckt, wird er böse. Tom. Dö-döm. Vielleicht sollten wir besser woanders. Ach, Tim! Vielleicht sollten wir besser woanders spielen. Es soll hier spuken. Du glaubst wohl alles. Die Erwachsenen wollen uns doch nur Angst machen. Meine Oma hat etwas von einem glänzenden Gegenstand am Wasserfall erzählt. Vielleicht ist das ein Schatz. Kommt, den müssen wir finden. Komm, Tiger, wir finden einen Schatz. Hilfe, ich falle. Ah! 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 Ja, Spiel vorbei. Ende. Junge tot. Platz. Auf den Stein. Ah, ne, doch nicht. Zack. Ah, gut, dass das Wasser 20 cm tief war. Ja, guck mal, es Das war geht bis gebremst zur hat. Schulter. Aua, mein Kopf. Und nun, wie soll ich jetzt hier nach oben kommen?
Punkt, 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 Fragezeichen. Wo deine guten Freunde auf dich warten. Spacke. Ich finde es übrigens gut, wie schnell man laufen kann in dem bis zum Hals gehenden Wasser. Aber generell in dem Spiel ist es tatsächlich sehr angenehm, dass man rennen kann, ne? Ja. Viele Leute denken, das wurde nicht bis in die 90er, späten 2000er erfunden. Nanu? Ein gleißendes Licht breitet sich um unseren Helden aus. Ich mache noch so einen zusätzlichen Erzähler. Ah, okay, nicht schlecht. Unser Held überquert eine Brücke und geht durch das hohe Gras. Er läuft gegen einen Busch und kommt nicht weiter. Das Dorf ist im Osten. Ich brauche etwas, um die Büsche umzuhacken. Dachte er sich. Und ging weiter. Tetanus, deshalb gehe ich nicht durch. Wie ist das eigentlich? Wie funktioniert das eigentlich hier? Tut mir leid, wie funktioniert das da? Geh nochmal zurück. Wie, was ist das? Ist das Wasser? Das ist doch höher. Ist der Wasserfall... Das habe ich mich in all den Jahren nicht gefragt. Das Wasser ist doch höher als der Boden hier, oder gehst du da? Das geht nur mit der Kraft des Mana. Und was ist das? Und dann... Ich verstehe das nicht. Ja, weil du das Mana nicht verstehst. Ich habe das Spiel auch nie gespielt. Berühre dieses Schwert. Nie durchgespielt. Bacon, zieh mich heraus! Ich bin das Schwert. Wer könnte das denn wohl gesagt haben? Wer spricht denn da? Fragte er sich. Und was sagt dieses Schwert hier? Fragte er sich weiter. Uark! Stöhnte er. Huh? Ah, dieses Licht. So hell. Ich sehe nichts. Ein gleißendes Licht. Ah, ein Gespenst. Bacon, ich bin's doch nur, das Schwert. Ein sprechendes Schwert? Wunderte er sich, während er mit sich selbst sprach. Ausrufzeichen, Fragezeichen. Ich wusste nicht, wie ich das... Ein eierförmiges Licht umgab unseren Helden. Oder oval. Unser Held erhielt Trefferpunkte. Auf einmal ist das helle Licht verschwunden. Ich muss ins Dorf zurück, sagte er laut zu sich selbst. Das Geschehene nicht weiter. So. Das Dorf ist im Osten. Ich gehe mal in dieses fliegende Wasser und dann nach Norden. So. Und so konnte unser Held nun durch die Büsche. Da hat er ziemlich Glück gehabt mit dem Schwert. Oh! Hey, was macht denn ein Pogo-Puschel hier in dieser Gegend? Wunderte den er sich. Den mache ich fertig. Er nahm steht er auf, sich dieser, vor. Auf dieser einsamen Lichtung. Tut nichts Böses. Lächelt. Aber ich habe ja gerade ein Schwert gefunden. Ich sehe keinen Grund, diesen armen Pogo-Puschel nicht sofort zu töten, wenn ich ihn denn treffen würde. Kombinierte er. So, mit nur zwei Schlägen beförderte er das Pogo-Puschel zurück in den dunklen Abgrund, aus dem es gekrochen war. In die ewigen Pogo-Gründe. 20 HP haben die. Ja, ganz genau sogar, glaube ich. 2. Achso, man. 18. Also du kannst auch nur genauso viel abziehen, also Over-Damage nee, oder nee, was? Nee, es müsste auch... Ich meine, es müsste auch Overkill geben, quasi. Oh ja. Wie du jetzt sehen konntest. Coole Idee. Wieso gucke ich eigentlich immer in die Mitte, wenn ich doch da einen viel größeren Bild habe, weil die Auflösung da scheiße ist. Genau, das war's. So. Man sieht, ich bin schon ein ziemlicher Schlechter. Du machst das nicht zum ersten Mal, das merkt man schon. Du hast noch keine Energie verloren. Ey, die Pokémon wollen mir ja auch nichts Böses. Ja. Ich töte sie ja vielmehr, weil ich ein Schwert habe. Freizeitbeschäftigung. Nein, das ist natürlich nicht wahr. Von Pokémon geht eine lange unterschätzte Gefahr aus. Böse Energie. Man weiß auch, am Ende erfährt man auch, dass eigentlich die Pogepuschel den Drachen geschickt haben. Ja. Und die Götter getötet haben vorher. Ich würde jetzt Spoiler-Alarm sagen, wenn es denn wahr wäre. Aber vielleicht ist es das ja auch. Das erfährt man nur, wenn man alle Folgen guckt. Bacons Waffenlevel gestiegen, Schwert erreicht Level 1. Genau, jetzt muss man ja... Das heißt, das Schwert hat ein Level und du hast auch ein Level, oder was? Ganz genau. Ist nicht gut. Ich kann jetzt, wo das Schwert auf Level 1 ist, kann ich den Angriff mit dem Schwert aufladen. Oh ja, da unten sieht man es. Das tue ich jetzt. Und dann mache ich so viel Schaden, dass der Pogo-Puschel überhaupt nicht mehr lebt, nachdem ich ihn platzt getroffen habe. Einfach. Ne? Und genau, und jeder Charakter muss jede Waffe einzeln leveln. Das heißt, wenn du jetzt einen anderen Charakter das Schwert kriegst, hat das Schwert wieder Level 0. Hat das für den Charakter wieder Level 0, genau. Und man muss halt, also ich kann das Schwert auch jetzt ich kann das Schwert jetzt auch nicht auf Level 2 bringen. Dafür muss man das im späteren Spielverlauf bei Schmieden upgraden. Mit Waffenorbs, die man von Endgegnern zum Beispiel bekommt. Und dann kann man das höher. Und dann kann man eben auch diese Spezialattacke
kann man halt immer weiter aufladen. Du selber kannst aber immer weiter leveln. Du hast jetzt zum Beispiel, du hast jetzt HP mehr gekriegt, ne? Aber es gibt auch Stats. Ja, ja, genau. Es gibt auch ganz klassisch rollenspielmäßig. Ich kann das kurz demonstrieren, wenn es gewünscht ist. Gibt es denn außer von Endgegnern andere noch irgendwo anders Orbs, die man irgendwie so finden kann? Ja, ein paar versteckte gibt es, aber hauptsächlich über die Endgegner. Genau, hier damit sieht man einfach halt im Level, im Spiel weiterkommt. Achso, da war jetzt gerade Kraft genau, und so. Genau, da waren, ich sag's auch noch. Genau, halt irgendwie ganz klassisch, aber da hat man halt. Kennt man ja. Irgendwie keinen großen Einfluss drauf, die steigen halt einfach beim Level mit. Also gibt es also keine freie Punkteverteilung oder so. Oder wie es das bei Secret of Mana 2 gibt. Ja, Rüstung kann man halt hochmachen. Ich. Bonbon! Will mich da jetzt gerade nicht festlegen. Ich glaube aber, dass Rüstung tatsächlich nur wirklich den Rüstungswert beeinflusst. Also ich meine, es gäbe beim Spiel keine Rüstung, die irgendwie. Welche Attribute auch immer. Plus Stärke macht oder sowas. Genau. Das gibt's, glaube ich, nicht. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfunden. Also. Dieser Zeitpunkt war, glaube ich, 1993. Ich will mich auch da nicht festlegen. Ich bin sowieso mehr so der Wackelkandidat, wenn es um Festlegen geht. Genau, wir haben das Dorf im Osten. Unser Held erreichte das Dorf im Osten. Er ging schnell zum Dorfältesten, wo Tim und Tom schon auf ihn warteten. Oh, Tim und Tommy, ich muss noch nicht mal... Dorfältester. Bacon, Gott sei Dank, es geht ja gut. Ich hoffe, ich hatte solche Angst. Ich dachte, wir sehen dich nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Ihr Idioten, es wäre besser gewesen, ihr hättet diesen Jort nie gespielt. Nanu, Bacon, was hast du da in der Hand? Oh nein, das ist... cool, was hast du da? Hast du den Schatz gefunden? Auf, lass uns kämpfen! Du hast ja echt das Schwert, lass uns damit hauen! was hast du getan? Du hast das Mana-Schwert aus dem Stein gezogen! Schwester, das ist unglaublich! Abwischen, komm! Das ist das Mana-Schwert? Das ist unser... Dann ist unser Dorf erledigt! So erzählt es die Legende, wir sind alle verloren! Auch eine du bist schuld, Alter, Mann. Im Stein stecken war das Schwert, Mana Schwert, unser Schutz vor den dunklen Mächten. Es hätte doch jeder rausziehen können, oder? Ja, aber deshalb sind plötzlich all diese Monster hier erschienen. Sei mal auf die Story gespannt. Vielleicht hätte es ja nicht jeder gekonnt. Aber wie könnte ein Versorger wie er das Schwert aus dem Stein ziehen? Fragezeichen. Ein gleißendes Licht, als Tom ihm in die Eier trat. Hey, hör auf damit! Du bist von allem schuld! Das ist natürlich auch ein Spiel, wo man auch keine Kontrolle über seinen Charakter hat, sonst würde ich ihn sofort abstechen. Bei Skyrim oder bei... Jedem. Alles wegen dir. Ja, treib mich genau dahin. Du Vollidiot. Bitte, lass das. Der Boden fühlt sich brüchig rumpel, an. Rumpel, rumpel, rumpel. Ah, ein Erdbeben. Gut, dass in diesem Dorf noch nie jemand... Schön hier unten die Dame unten rechts, die ganze Zeit gegen im Schlafrock, die ganze Zeit gegen die Bäume läuft. Oh, ein ominöser Mann kommt aus der Taverne. Achso, das warst du ja. Also, Entschuldigung. Ah. Oh. Hilfe, ein Monster. Du doch was, du hast ein Schwert los. Fremder. Hey, Junge. Hörst du mich? Beobachte das Monster und greife erst dann an. Okay, ich beobachte. Okay, ich habe es beobachtet. Der Fremde hat dieselbe Stimme wie das Schwert. Hm. Habe ich gerade beschlossen. Ja. Juwelenregen Level 0. 23 Schaden. Reicht aber halt um mich. Fast zur Hälfte tot zu machen. Mhm. Du musst das erst beobachten. Ja. Das war. Nee, du bist nur bewusstlos. Jetzt bist du. Nee, ich hab noch. Guck mal, drei Lebenspunkte. Drei noch. Ja. Da hältst du noch fast die Juwelen runter. Haut er mich nochmal für einen Punkt. Eiskalt. Und jetzt? Ja, Spiel vorbei. Ah, nee. Kannst du Bonbon essen oder ist halt egal? Könnte ich. Aber lohnt sich nicht. Ach ja, ich kann es nicht mehr. Jetzt bin ich tot. Ja, dann sehen wir uns zu einem neuen. Das war's jetzt auch. Ach ja! Folge. Nochmal voll auf die Leiche drauf. Hey, Uwe, ich habe eine Idee! Der Fremde ist ja. Halte das Schwert vor dich und warte, bis es 100% der Schlagkraft erreicht hat! Bacon ist bewusstlos. Es ist tatsächlich so, dass ich durch Halten, während ich am Boden lag, noch weiter aufladen konnte. Bacon ist bewusstlos. Bewusstlos. Säureatem! Das Ding hat ganz schön viel drauf dafür, dass es der erste Endgegner ist. Ja, aber zum Glück bin ich halt unbesiegbar. Ich auch die ganze Zeit so paralysieren kann einfach.
Nikotin. Ha! Nimm das. Ja, der Gegner ist nicht der Einzige, der einen Schadenspunkt verursachen kann. Bacon ist bewusstlos. Wie gemütlich er bei er steht und dann irgendwann zack. Ja. Dann warten wir auch, bis der Spieler aufgeladen hat und uns. Ah, gut. Oh, und das in große Insekt, das auf zwei Beinen, das große vierbeinige Insekt explodierte. Ein gleißendes Licht umgab unseren Helden. Während er feierte. In der Explosion stehend. Aber ein Mana-Schwert herauszieher muss ja schon cool sein. Und weiter geht's. Schwertorb erhalten. Oh. Hm? Als hätte ich es schon mal gespielt. Du hast sie besiegt. Warte, ich zieh dich nach oben. Was ich auch vorher hätte tun können. Ich bin übrigens ein... Lass das Monster im Loch, ey. Wow. Übrigens ein alter, erfahrener Krieger, der nicht einfach mal kurz runterkommt, um den kleinen Jungen, der gerade in dem See ein Schwert gefunden hat, zu helfen. Ja, die Welt von Secret of Mana ist keine freundliche Welt. Hm, es scheint, dies ist das echte Mana-Schwert. Aha. Und weiter? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendetwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Hier, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Sowas nehme ich nicht. Das ist aber Arbeit für niederes Volk. Das muss wer anders erledigen. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserpalast. Ist doch klar. Wo fragst du denn? Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Halte das Schwert in eine ihrer Falten und es wird seine alte Kraft wiedererlangen. Nee, ich glaube, die ist schon eine Sau, die Aquaria. Bacon, der Dorfälteste will mit dir sprechen. Gut, ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Victor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Wir könnten natürlich zusammen hingehen. Aber der Dorfälteste wartet noch auf uns. Bacon sah Victor nach und ging dann ein paar Felder nach oben, rechts. Ältester, Bacon muss hier weg. Genau, und zwar sofort. Oh, Bacon. Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden doch alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du allein. Sie sind schuld. Also gut, wer ist dafür, dass Bacon geht? Alle die Hand heben. Grandios, so funktioniert Demokratie. Falls er im Dorf bleibe, würden noch mehr Monster auftauchen. Achtung, Achtung, Bewohner von Corinnes, hau ab, verschwinde endlich. Der ehrenwerte Lord Hagen hat erlassen, dass Bacon das Dorf verlassen muss. Bist du bald weg? Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Warum? Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe unten findest. Bacon erhält ein Gold. Was ist drin? Ein feuchter Händedruck. 50 Goldmünze. Ein Bild aller Dorfbewohner, die den Mittelfinger zeigen. Nee, mit dir rede ich nicht mehr, oder? Bacon verließ die Hütte des Dorfältesten und verließ das Dorf Richtung Süden. Schön, dass gerade bei der Versammlung auch mehr Dorfbewohner waren, als hier Häuser stehen. So ist gefühlt. Familien. Hast du alles? Ja. Gut, dann verpiss dich. Verschwinde. Lass dich nicht mehr blicken. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab, Mann. Hörst du alles? Soll ich dir beim Tragen helfen? Ja, gerne. Ich an deiner Stelle würde mal ganz schnell abhauen. Hab ich auch gemacht. Das ist ganz in Ordnung. Ja, und so wurde unser Held aus dem Quelldorf verbannt. Und wie die Geschichte dieses Helden weitergeht, das... Ich beende mit einem grandiosen Spezialangriff. Erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ist weggelaufen. Ich wusste, was er erwartet. Boah, 22. Das wollen wir sehen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Freut euch auf die nächste Folge. Let's play, wie heißt das? Secret of Mana. Wie das heißt.